Hey Leute, wisst ihr, was passiert ist? Schaut mal. Seht ihr? Ich bin da hinten. Voll auf die Fresse geflogen. Mit dem Velo. Das Gute ist, ich hatte die Kamera im Rucksack drin. Sie ist nicht kaputt gegangen. Die schlechte Nachricht ist, ihr habt den Crash nicht gesehen. Haha, aber ich habe ihn gefühlt. Wieso ich auf die Fresse gefallen bin? Weil ich einfach behindert bin. Hey, seht ihr da hinter mir? Da hinter mir geht's bergauf. Also besser gesagt, da hinten geht es bergab. Ich musste bergauf gehen. Und da vorne, seht ihr da? Da ist es auch wieder steil. Und dann kommt noch ein kleines Stückchen, das auch wieder so steil ist. Das erste Mal, als ich da oben ankam, mir ging es so schlecht, ich musste fast abbrechen. Das ist kein Scherz. Mir tat alles weh, ich kam mir auch so dumm vor, weil es eigentlich keine große Strecke ist und eigentlich auch nicht steil. Dann dachte ich mir so, was ich früher konnte, was ich alles geschafft habe. Und dieses kleine Stückchen, hat gelangt, dass ich an meine Grenzen kam. So. Ich muss echt fast erbrechen. Was habe ich gemacht? Nächsten Tag habe ich wieder die gleiche Strecke gemacht. Am dritten Tag wieder die gleiche Strecke. Ich habe eine Woche lang jeden Tag die gleiche Strecke gemacht. Lustigerweise, Tag für Tag, wo ich das gemacht habe, wurde ich besser und mir wurde es nicht mehr schlecht. Das heißt, Leute, ihr dürft nicht aufgeben, wenn ihr was wollt. Egal wie hart es ist oder wie hart es noch werden kann, ihr dürft nicht aufgeben. Ich mache jetzt mittlerweile ganz eine andere Strecke. Da habe ich jetzt auch wieder meine Schwierigkeiten, aber ich weiß, Tag für Tag werde ich besser. Leute, ich habe es geschafft und mir geht es nicht schlecht. Yeah! Hey, schaut mal, da ist das Gefängnis. Und ich stehe vor dem Gefängnis mit einer Maske. Sehr schlau, Thermo. Ja, hey, seht ihr, man erkennt es nicht, wie steil es war.
Aber ja, wie gesagt, das erste Mal, wo ich hochkam mit dem Velo, ging es mir so schlecht, dass ich fast erbrechen musste. Ich habe übelst gezweifelt an die ganze Sache. Aber nächsten Tag habe ich wieder die gleiche Strecke gemacht. Tag für Tag wurde es besser. Wie gesagt, das sind ungefähr 10 Kilometer. Mittlerweile mache ich über 50 Kilometer. Es wird besser, Leute. Wenn ihr im Leben was wollt, dann müsst ihr tief entschlossen sein, das durchzuziehen. Es muss eine Entschlossenheit hier drin sein, die nicht verhandelbar ist. Komme, was komme. Egal wie schlimm es ist oder wie schlimm es noch sein wird. Ihr gebt nicht auf. Es ist erst zu Ende, wenn ihr es geschafft habt. Ich persönlich habe jetzt momentan oder die letzten Zeiten hatte ich sehr Schwierigkeiten mit dieser Entschlossenheit. Ich hatte sie nicht. Ich ertappte mich immer wieder, wie ich Ausreden suchte. Beispiel, anstatt 1 Kilometer zu rennen, rennst du 100 Meter und die restlichen 900 Meter läufst du. Irgendwie eine Ausrede erfand ich dann, um mich rechtfertigen. Und dann, okay, 900 Meter ist auch schon okay, wenn ich laufe. Nein, ist nicht okay. 1 Kilometer ist 1 Kilometer. Ihr müsst entschlossen sein, das durchzuziehen. 1 Kilometer und es ist erst zu Ende, wenn ihr diesen Kilometer geschafft habt. Ihr geht nicht auf. Diese Entschlossenheit darf nicht verhandelbar sein. Punkt. Das ist sehr wichtig, diese Entschlossenheit zu haben. Komme, was wolle. Ihr gebt nicht auf. Ihr zieht das durch. Die alten Menschen haben da eine Methode, wo sie diese Entschlossenheit demonstrieren, zeigen, trainieren. Sie nehmen dann einen Krug mit Wasser oder ein Fass oder beispielsweise sowas, füllen da Wasser rein, sitzen dann oder stehen dann in einer gewissen Position, die sehr hart ist. Wenn man eine Minute da aushält, ist das schon sehr viel. Sie müssen dann mehrere Minuten so stehen und nehmen mit den Händen, klatschen sie oder schlagen sie ins Wasser rein. Eisigen Temperaturen schlagen sie dann ins Wasser rein und das soll ihre Entschlossenheit demonstrieren und gleichzeitig trainieren sie ihr Körper und ihr Geist. Denn ein starker Körper ist ebenso wichtig wie ein starker Wille. Und wenn ihr das schafft, Körper und Geist in Einklang zu bringen, dann wird ihr sehr weit kommen in eurem Leben. Und wenn ihr es nicht schafft, ja dann trainiert, bis ihr es schafft. Und das ist das, was es im Leben darauf ankommt, Schmerz auszuhalten und nicht aufzugeben. Ich habe letztens bei Instagram und Facebook Bilder hochgeladen. Für die Leute, die mich noch nicht folgen oder die Seite geliked haben, unter diesem Video, bei der Beschreibung stehen die Links zu den jeweiligen Seiten. Und da gibt es ein Bild, wo ich hochgeladen habe. Da habe ich einen Text geschrieben über Entschlossenheit, wie wichtig es ist, entschlossen zu sein. Und diese Entschlossenheit darf nicht verhandelbar sein. Wenn es euch interessiert, dann geht auf die Seiten und liest das durch. Und dann habe ich noch ein Bild hochgeladen, gepostet. Dieses Bild, für die Leute, die es vielleicht auch schon gesehen haben oder noch nicht gesehen haben. Und da habe ich einen Text geschrieben. Und bei diesem Text oder bei diesem Bild geht es um Gründe, um Gründe. Seht ihr da, die Tafel, die Motivationswand? Das sind meine Gründe. Gründe, die mich machen. Gründe, die mich motivieren, weiterzumachen. Und mich weigere, aufzugeben. Und bei diesem Bild geht es um Gründe. Hast du einen Grund? Nein? Dann finde eins. Wieso, Thelmo? Denn weißt du für was? Dann wirst auch du das machen, was gemacht werden muss. Egal wie, du wirst einen Weg finden. Was? Was? Wenn du erstmal weißt, für was du das machst, und wenn die schlechten Zeiten kommen, und die werden kommen, wenn die Enttäuschungen, der Schmerz, die Rückschläge kommen und die werden wie Regen an dir herunterprasseln, werden es die Gründe sein, die dir das Gleichgewicht geben,
und dich weiter balancieren lassen, wenn dich alle schon unten sehen. Wenn dein Körper nicht mehr kann, werden es die Gründe sein, die dich weiter schwimmen lassen, um nicht zu ertrinken. Wenn du das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr siehst, werden es die Gründe sein, die dich weitersehen lassen. Wenn du hinfällst, am Boden bist und dich verirrst, dann lass deine Gründe dich wieder zurückbringen. Das sind meine Gründe. Seht ihr da die Motivationswand? Die meisten Menschen haben Angst. Ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Denn sie bleibt nicht für immer. Sie geht vorüber. Ich weiß, was zu tun ist. Ich muss es nur noch machen. Das Herz sagt mir, es ist möglich. Ich habe meine Gründe. Und sie flüstern mir, versuch's nochmal. Also versuche ich es nochmal. Und ich werde es so viel Mal immer wieder versuchen, bis ich es geschafft habe. Von der Dunkelheit ans Licht. Das ist das Bild. Und Grund Nummer 1 für Thelma, um nicht aufzugeben, ist, ich muss meinen Vater stolz machen. Egal wie schlimm es ist oder wie schlimm es noch sein wird, ich darf nicht aufgeben. Ich darf nicht aufgeben. Ich muss meinen Vater stolz machen. Das ist ein Grund von mir, wo mich zwingt weiterzumachen und mich weigere aufzugeben. Auch beim Trainieren. Früher. Komm, noch eine Übung. Noch ein Satz. Noch eine Wiederholung. Noch eine Runde. Und so wirst du stärker, stärker und besser. Tag für Tag. Findet eure Gründe, wo euch motivieren, weiterzumachen und die euch weigert, aufzugeben. Grund Nummer 1 für Thermo ist, ich muss meinen Vater stolz machen. Wollt ihr mehr Gründe haben, dann schaut euch die Motivationswand an. Da gibt es noch ganz viele andere. Was sind eure Gründe? Habt ihr welche? Nein? Ja? Schreibt sie unter den Kommentaren.